Mein Name ist Pascal Schöpf. Ich spreche heute mit Adrian Lobe über seinen Beitrag Cyberfossiler Kapitalismus. Herr Lobe, möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Adrian Lobe. Ich bin freier Autor und Journalist und habe ursprünglich mal Politikwissenschaft und öffentliches Recht studiert und befasse mich jetzt ganz grob gesagt mit den Implikationen der neuen Technologien auf die Gesellschaft. Fassen Sie den Inhalt Ihrer Arbeit doch kurz für uns zusammen. Es geht um den CO2-Ausstoß von Serverfarmen, zum Beispiel ganz konkret, was jetzt auch in der Corona-Krise akut war, dass man sich abends hinsetzt und Netflix-Serien streamt. Nur ist dieser Konsum von Serien eben auch nicht frei von einem ökologischen Fußabdruck, sondern diese Rechenzentren, bei Netflix ist es ja Amazon, die den Cloud Space zur Verfügung stellen, emittieren eben auch Schadstoffe in die Luft. Die Vorgeschichte, das ist, war eigentlich auch ganz nett. Es war ein Treffen mit Matteo Pasquinelli, der Medientheorie am ZKM Karlsruhe lehrt und einen Aufsatz mit diesem Titel geschrieben hat. Und das war dann im Lichte aktueller Ereignisse für mich der Grund zu sagen, so möchte ich meinen Artikel überschreiben. Es ist so, dass dieser ganze Themenkomplex Digitalisierung, wo ja Robotik, KI, Algorithmen drinsteckt, dass man das in meinen Augen eben nicht jetzt nur naturwissenschaftlich oder nur aus der Informatik beleuchten kann, sondern da spielen ganz, ganz viele Fragen mit rein. Die Frage nach der Macht, die Frage nach, was sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es ist eigentlich ein soziales, gesellschaftliches Problem, das man an der Stelle eben öffnen muss. Zur Arbeit von Herrn Lobe hören wir jetzt eine Stimme aus der Jury. Mein Name ist Volker Bannholzer. Ich bin Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg und leite hier den Studiengang Technikjournalismus und Technik BR. Wir haben uns in der Jury des Fraunhofer Umsicht Wissenschaftsjournalismuspreises auch sehr intensiv mit dem journalistischen Essay von Herrn Adrian Lobe beschäftigt. Und Herr Adrian Lobe hat in einer journalistisch hervorragenden Weise ein Paradoxon aufgegriffen, das bislang wenig in der öffentlichen und auch journalistischen Diskussionen vorgekommen ist, nämlich dass mit Berechnungen über KI, die uns sehr helfen, um zum Beispiel Klimamodelle zu berechnen, auch wiederum klimaschädliche Fußabdrücke entstehen und CO2 emittiert wird. Genau dieses Paradoxon ist bislang sehr wenig berücksichtigt worden und deswegen hat die Jury einhellig die Auffassung vertreten, dass das ein sehr wichtiger Beitrag zur Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsvermittlung ist. Warum ist für Sie persönlich die Wissenschaftskommunikation so wichtig? Ich glaube, man muss Chancen und Risiken diskutieren und das irgendwie in einem offenen Dialog. Auf der anderen Seite muss man da natürlich auch die Ethikdiskussion führen, ja. Und in meinen Augen kann das jetzt nicht nur der Ethikrat machen, sondern da müssen alle gesellschaftlichen Akteure am Tisch sitzen, sei es jetzt die Automobilindustrie, die Wissenschaft, vielleicht die Gewerkschaften, also dass man da diesen Diskurs führt. Und man muss sich ja auch beim Thema Moral und Maschinen vor Augen führen, dass es ganz unterschiedliche Rechtstraditionen gibt, ganz unterschiedliche Rechtsphilosophien. Also das Roboterfahrzeug in China würde vielleicht bei einer Kollision anders entscheiden als jetzt das Roboterfahrzeug, das im Silicon Valley oder in Deutschland produziert wird. Und darüber eine gesellschaftliche Diskussion in Gang zu bringen, das ist dann wiederum die Aufgabe von uns Journalisten. Was ist Ihnen für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation wichtig? Also ich glaube, Wissenschaft ist durch die sozialen Medien, sozialen Netzwerke in eine gewisse Erklärungsdynamik oder Erregungsdynamik auch hineingeraten, wo sie sich eigentlich ständig erklären muss. Und das ständige Kommentieren, Begleiten des Erkenntnisprozesses, das ist in meinen Augen auch eine Chance. Auf der anderen Seite braucht die Produktion von Wissen aber auch gewisse Ruhe. Und das ist jetzt nicht so, dass man jetzt anders im Journalismus, wo man am nächsten Tag die jüngsten Ereignisse im Blatt haben muss. Aber ich glaube, Wissenschaft braucht eine gewisse Ausgeruhtheit auch, um Wissen zu produzieren. Und da darf sie sich nicht jetzt in diese Erregungsdynamik sozialer Netzwerke hineinbegeben, sondern das braucht Zeit.